zwei Spiele konnte die Mannschaft von Jürgen Ehrmann zuletzt in Folge gewinnen. Letzten Sonntag gab es einen verdienten 13-0-Sieg in Jena. Ich fand das Spiel von uns war eigentlich ganz gut. Die drei Punkte waren auch sehr wichtig, dass wir uns jetzt auch da absetzen konnten, quasi von den Abstiegsrängen. Und ja, ich finde, gerade läuft es eigentlich auch sehr gut. Wir kommen immer besser rein und spielen eigentlich auch jetzt schon richtig gut zusammen. Also die Automatismen greifen auch immer besser. Und ja, ich denke, dass es auch wieder ein gutes Spiel von uns war. Die Siegesserie soll nun auch am Sonntag im Heimspiel ausgebaut werden. Gegner dabei ist der MSV Duisburg. Jetzt kommt Duisburg am Sonntag. Da wollen wir natürlich auch wieder die nächsten drei Punkte holen. Und dann wird auch die Tabellensituation schon richtig gut ausschauen. Und ja, ich denke, da ist auf jeden Fall auch ein Sieg drin, obwohl wir auch Duisburg quasi auf keinen Fall unterschätzen. Ich meine, die haben sehr wenig Gegentore bekommen. Ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch sehr gut verteidigen kann. Und da sind wir auf jeden Fall gewarnt. Und ja, aber wir wollen natürlich wieder die drei Punkte mitnehmen. Die Duisburgerinnen stehen aktuell auf den letzten Tabellenplatz und haben bisher keinen einzigen Punkt geholt. Aber wenn man genau die bisherigen Spiele und die Tabelle betrachtet, fällt auf, dass sie immer nur knapp mit einem Torunterschied verlieren und wenige Gegentore bekommen. Aber in der Offensive fehlt ihnen ein wenig die Durchschlagskraft. So stehen erst vier eigene Tore zu Buche. Wir haben quasi jetzt schon in der Trainingswoche, gehen wir mal so ein bisschen auf den Gegner ein und analysieren den auch. Und dann wollen wir uns eben bestmöglich darauf vorbereiten. Aber es ist wirklich so, dass die jedes Spiel sehr knapp verloren haben. Das sieht natürlich jetzt auch blöd aus für sie, weil sie natürlich mit 0 Punkten da ganz hinten drin stehen. Aber so wie sie verloren haben und auch das Torverhältnis, das spricht eigentlich auch für sie, dass sie eben auch in der Defensive vor allem auch gut arbeiten. Und da sind wir auf jeden Fall gewarnt. Auf jeden Fall will die Mannschaft aber die Punkte am Sonntag zu Hause behalten. Und mit einem weiteren Sieg hätte man 15 Punkte auf der Habenseite. Eine Punktausbeute, die schon beinahe den Klassenerhalt bedeuten könnte. Wir schauen natürlich auch sehr, sehr oft auch auf die Tabelle. Und solche nochmal drei Punkte mehr, das würde uns auf jeden Fall sehr gut tun. Und wenn man jetzt die letzte Saison anschaut, da haben wir nach der Winterpause 10 Punkte gehabt. Da sind wir jetzt schon drüber. Und ja, auf jeden Fall würde uns das sehr, sehr gut tun. Aber wir wissen auch, dass wir jedes Spiel wieder voll konzentriert angehen müssen und jedes Spiel wieder 110% geben müssen, damit wir auch dieses Spiel gewinnen und nicht und kein Prozent weniger. Auch wenn es ganz gut ausschaut, dass man sich im Tabellenmittelfeld festsetzen kann und vielleicht am Saisonende eine gute Platzierung herausbringen könnte, so soll der Fokus immer auf dem nächsten Spiel liegen. Wir sehen es eigentlich immer von Spiel zu Spiel. Ich denke, wenn man jetzt wieder so denkt, was kann man da oben noch irgendwie reißen, kann man da noch ein bisschen angreifen. Ich denke, das ist immer der falsche Weg. Ich denke, so von Spiel zu Spiel immer schauen, was geht, immer das Bestmögliche beim Spiel rausholen. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, wie man quasi verfahren kann. Und so haben wir das bisher immer gemacht und ich denke, das lief ja ganz gut. Deswegen gibt es jetzt auch keinen Grund, irgendwas daran zu ändern. Also gilt die ganze Konzentration dem Spiel am Sonntag und da will die Mannschaft so auftreten. Wir wollen auf jeden Fall wieder aggressiv auch ins Spiel gehen, wir wollen die sofort wieder vorne pressen und wollen einfach auch versuchen, weiterhin unsere Torchancen in Tore umzumünzen und ja, einfach auch einen guten Fußball zeigen und auch das Publikum begeistern.